Ja. Also, meine ganz Lieben, ich bin heute sitze bei meiner Mama in den Salzburger Bergen und ich habe heute das große Vergnügen, eine ganz, ganz liebe Kundin von mir hier begrüßen zu dürfen, und zwar die Miriam Cier aus der Schweiz. Die Miriam ist eine Mutmacherin. Und was das genau bedeutet, das gebe ich am besten an dich gleich weiter, Miriam, und du kannst uns ein bisschen darüber erzählen, was bei dir da passiert. Ja, Herzlich willkommen. herzlichen Dank für die Einladung, liebe Elisabeth. Ich wohne auch ein bisschen in den Bergen. Ich wohne im Bernbiet, im Emmental. Es ist eine etwas mystische, hügelige Landschaft, sehr urschig, sehr bodenständig. Und ich wohne hier in einem kleinen Häuschen. Das gehört zu einem Bauernhaus. Und es ist sehr ruhig, sehr still, sehr ländlich. Mehr Kühe als Einwohner. Und ich liebe es, so zu leben. Ja, Mutmacherin. Ich begleite Menschen, die sich nicht getrauen, sich sichtbar zu machen. Das können Heilerinnen sein, das können Coaches sein, das können Menschen sein mit ganz speziellen Gaben, die sich bis jetzt immer versteckt haben und die das eigentlich nicht mehr möchten. Und wir arbeiten dann zusammen. Machen wir zuerst Innenarbeit, Blockaden lösen, energetische Sichtweisen, das, was man von den Eltern mitbekommen hat, das lösen wir alles auf. Und dann gehen wir von innen nach außen in die Sichtbarkeit. Und da machen wir dann zusammen richtige Mutsprünge. Und ich begleite die Menschen ganz eng. Es gibt auch kein Konzept. Also mein Konzept ist, ich habe keins. Weil ich ist auch gut, ne? Ich arbeite ganz individuell und auf die Person abgestimmt, die zu mir kommt. Und wir gucken dann, dass das am Schluss, am Ende des Coachings, so richtig Spaß macht, rauszugehen, Videos zu machen, zu schreiben, Fotos zu machen und sich selbst in dem wahren inneren Selbst nach außen das zu tragen. Das hört sich super, super spannend an, Miriam. Ich weiß ja schon ein bisschen, wie deine Arbeit auch funktioniert. Ja, danke. Wir kennen uns ja jetzt schon eine gute Zeit und wir haben uns in einem Frauen-Business-Netzwerk kennengelernt, Win Women, wo du Mitglied warst und oder bist und ich eben auch Mitglied bin. Und da haben wir uns bei einem Seminar mal online kennengelernt. Und ja, und ich wollte dich fragen, weil du bist ja eine sehr, sehr ganz gute, liebe Kundin von mir. Was war damals für dich die Entscheidung, generell bei mir dieses Paket Außenwirkung Sichtbarkeit zu buchen? Der ausschlaggebende Punkt war, dass du mal an einem Video gesagt hast, und dann stehst du da vor deinem Schrank und weißt nicht, was du anziehen sollst. Und genau so ging es mir. Ich hatte einen fünftürigen, riesengroßen Schrank. Da war alles drin. Also alle Farben, alle Formen. Alle Stoffe, mit Muster, ohne Muster, Uni, verrückte Sachen, klassische Sachen, auch schöne Sachen, Jacketts, Blusen, Röcke, Hosen, alles. Ich hatte alles. Und naja, wie es dann halt Frau so geht, man steht vor dem Schrank und weiß nicht, was man anziehen soll. Das war dann schlussendlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich dann bei dir gemeldet habe, weil ich habe gedacht, das kann nicht sein. Da hast du Klamotten in einem fünftürigen Schrank und weißt nicht, was du anziehen sollst, ne? Ja, ich musste, letzte Woche hatte ich eine Kundin, die hat es so ganz klasse beschrieben. Sie hat gesagt, sie hat 3 Meter an nichts anzuziehen. Also sie hat auch das Problem, dass sie eben einen großen Schrank hat und dann steht sie davor und hat nichts anzuziehen. Das fand ich so klasse beschrieben. Das geht natürlich ganz vielen Frauen so. Und es ist einfach in dem Fall auch oft diese Qual der Wahl,
dass die Frauen oft nicht wissen, was bin jetzt wirklich ich? Und wir Frauen gehen natürlich auch oft durch Wandel durch. Das heißt, wir kommen aus der Schulzeit raus, dann gehen wir vielleicht ins Studium, dann beginnen wir unseren ersten Job, dann kommt es auf den Job drauf an, haben wir einen Dresscode oder nicht. Dann machen wir uns vielleicht irgendwann im Laufe des Lebens selbstständig. Dazwischen hat man vielleicht noch Kinder bekommen. Also es ist immer diese Anforderung an Kleidung, ist bei uns Frauen meistens schon etwas anders gelagert wie bei den Männern, weil wir einfach so viele verschiedene Stadien auch durchlaufen. Und diese Unsicherheit spiegelt sich halt dann einfach auch im Äußeren wider. Ja, genau. Ja, dann fühlt man sich nicht wohl mit dem, was man anhat. Das ist auch so ein Punkt, dass man sich nach außen orientiert, guckt, was haben die anderen so an. Und man zwängt sich dann quasi in ein Kostüm oder in ein Kleid, das zwar schön ist, aber man sich darin nicht wirklich wohlfühlt. Ne? Und bei mir war es ja so, ich habe ursprünglich Möbelschreinerin gelernt. Ich bin Zeit meines Lebens in über Arbeitshosen und Arbeitsklamotten rumgerannt. Und die Jobs, die ich hatte, die hatten keinen Dresscode-Vorgabe oder irgend sowas. Und das heißt, mein Stil war kein Stil. Halt eben auch so alles zusammengewürfelt. Das, was mir gerade gefallen hat, habe ich mitgenommen. Und dann hatte ich schlussendlich ein Sammelsurium. Was nicht wirklich zusammengepasst hatte. Ja. Das ist wirklich, ich kenne das so gut, weil ich das einfach wirklich fast täglich höre von den Frauen, weil die Männer uns, und das verstehe ich auch, die sagen immer, ihr geht's einkaufen, ihr macht so viel, ihr liebt das Einkaufen, wird den Frauen immer nachgesagt. Muss ich auch dazu sagen, das ist nicht immer so. Ich habe ganz oft Frauen, die sagen, ich hasse Einkaufen. Das glaubt ihnen zwar kein Mann, die Schränke sind trotzdem voll, magischerweise sind sie trotzdem voll, aber ich höre das ganz oft, diese Unsicherheit, was sie dann kaufen sollen, wie passt es zusammen und so weiter. Also es ist wirklich eigentlich schade und was du vorher angesprochen hast in deinem Business, ist dieses, jeden sich das finden zu lassen, wo man selber ist, damit man sich eben nicht verkleidet fühlt. Das ist so mein Anspruch, dass die Kundin wirklich lernt, wo ist ihre oder wie ist ihre Persönlichkeit, wie sind ihre Proportionen, ihre Figurformen in der Kombination mit den ganzen Farben, Make-up, Haare, einfach alles von Kopf bis Fuß einfach wirklich gelernt haben, was steht mir, meiner Person und meiner Figur und wie setze ich das im Beruf um. Privat ist natürlich immer was anderes wie Business. Und einfach die ganzen Bühnen, die wir haben, damit wir einfach so uns ja organisieren, dass wir jederzeit im Schrank etwas haben, wo wir sagen, okay, das ziehe ich morgen an für dieses Event oder eben auch fürs Büro. Ja, genau. Mir ist gerade was eingefallen, wo du gesagt hast, von Kopf bis Fuß. Es gibt so ein Lied, heißt, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ja, da schoss mir durch den Kopf. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Elisabeth eingestellt. Oh, das ist aber nett zu hören. Weil ich habe so viel von dir gelernt. Ja. Ich glaube, ich habe Minimum 110 Liter Säcke. Wäsche ausgemistet und weggegeben. Ich habe Schmuck ausgemistet, ich habe Lippenstift ausgemistet, ich habe Make-up ausgemistet, ich habe Schuhe ausgemistet, ich bin wirklich durch alles durch und habe ausgemistet. Wenn ich nicht sicher war, habe ich die Fächerfarbkarte genommen, zum Gucken, ob es passt. Ne? Und die Feststellung meines Typs war für mich eine riesengroße Überraschung. Weil ich dachte, ich sei ein Herbsttyp. Ja, das denken witzigerweise viele. Also entweder waren sie schon mal bei irgendjemandem vor vielen Jahren und wurden in dieser Richtung diagnostiziert. Oder sie meinen einfach vom Gefühl her, man liest ja immer in den Frauenzeitschriften, hast du diese Haarfarbe und so weiter. Dann gibt es immer so dieses Rezept für alle. Und das ist eben leider
Schade, weil die Farbe ist immer das Elementarste zum Beginnen. Ja, weil ich habe ja im Sommer ganz dunkle Haut. Ich werde sehr schnell braun. Ich habe grüne Augen, so grünliche Augen. Ich habe eine dunkle Haarfarbe. Gut, ich habe die jetzt immer gefärbt. Schon seit 30 Jahren färbe ich die, weil ich wäre sonst ganz grau. So, und ich dachte wirklich, ich sei durch meine dunkle Farbe im Sommer. Ich sei ein Herbsttyp, weil die Wintertypen sind eher so diese, Schneewittchen. genau, Schneewittchen, das bin ich aber nicht. Ne? Deshalb wäre ich nie auf die Idee gekommen, ein Wintertyp zu sein. Ja, das Ganze ist nämlich auch das Spannende. Ich sitze zwar jetzt gerade in Salzburg und du in der Schweiz, und normalerweise sitze ich oder ich lebe in Lanzarote, wie manche von euch wissen. Und ich habe letztes Jahr eben begonnen, online zu arbeiten. Und das Wichtige ist mir im ersten Schritt immer, also ich habe verschiedene Pakete, aber im ersten Schritt immer die Farbreise und dass die Kundin das wirklich auch bekommt. Sie bekommt dann so eine Toolbox zugeschickt von mir und sie legt die Tücher hin und dann besprechen wir das. Und sie muss es wirklich selber sehen. Das ist mir ganz wichtig. Weil wenn sie es nicht selber sieht, kann es vielleicht ihre Lieblingsfarbe sein und sie sagt, nein, die Farbe, die ist meine Lieblingsfarbe, die trage ich weiterhin. Aber wenn es vielleicht sieht oder sie sieht, dass die Farbe nicht das Optimale bei ihr rausbringt, dann sagt sie, okay, es war meine Lieblingsfarbe bis heute, aber ab jetzt weiß ich es besser. Genau. Also dieses Organisieren finde ich ist so wichtig, Miriam, weil wir haben immer, ja, dir geht es genauso wie mir und vielen, vielen anderen Frauen. Wir haben unsere vielen Jobs, ob es jetzt beruflich ist oder zu Hause oder mit den Kindern oder Unternehmen, was immer wir haben. Die Zeit ist immer ein kostbarer Faktor. Und das ist, was ich so liebe an meinem, auch für mich selber. Ich lebe ja mein Konzept seit 20 Jahren. Ich muss lachen. Letzte Woche war ich in München bei meinem Sohn, weil der auch gerade ein Praktikum macht. Und habe ich ihn abgeholt und dann sagte ich, Pater, ich muss noch kurz in das Geschäft. Dann hat er mich so angeschaut, sagte, Mama, kurz. Aber ich war wirklich, ich schwöre es dir, Miriam, ich war 10 Minuten drinnen. Ich wusste genau, was ich will. Ich habe es anprobiert und raus zur Kasse und raus bei der Tür. Also es geht wirklich schnell und das ist dieser Zeitfaktor, den ich so liebe, weil man einfach weiß, was für einen gut ist. Ja, mittlerweile, und das finde ich total cool, wenn ich was brauche zum Anziehen. Also ich kaufe mir eigentlich wirklich meistens nur Sachen, wenn was kaputt geht oder wenn Flecken oder Risse oder Löcher bekommt, dann kaufe ich mir was Neues. Mittlerweile gehe ich in den Laden rein, dann lasse ich so meinen Blick schweifen, so quer drüber, ne? Dann denke ich, braun, grün, orange, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, da hinten. Ne? Dann gehe ich dahin, gucke mir die Form an, gucke mir den Ausschnitt an, dann halte ich es mir hier so vor den Spiegel und dann ist es entweder ja oder nein. Wenn ja, kurz anprobieren. Wenn es passt, dann passt es. Wenn nein, gehe ich wieder raus. Genau. Und das Und das ist ist wirklich cool. ja. Man wird einfach so gezielt, nenne das immer so, man geht mit Wissen einkaufen. Davor geht man nach Gefühl und das ist auch schön. Aber wir haben eben diesen gefühlten 100-prozentigen Kleiderschrank und tragen davon, wenn es hochkommt, 20%. Das hat immer einen Grund. Und die Gründe zeige ich meiner Kundin. Und du hast ja alles gemacht. Wir haben ja dann das Styling und das Ganze drumherum auch gemacht. Und das heißt, dieses Wissen, Miriam, hast du für immer. Und das ist schön. Genau. Sehr Das gut. macht Ja, freut Spaß. mich Ich für dich. war früher, also gut, ich bin nicht so die typische Frau eben, die gerne einkaufen geht. Ich mag es auch gerne kurz und knackig. Und wenn ich dann wirklich was ganz Bestimmtes suche, dann frage ich die Verkäuferin. Genau. Frage ich die, ich suche das und das, habt ihr sowas da, was ähnliches? Wenn nein, gehe ich wieder raus. Genau. Man bekommt eben diesen Plan und es ist auch so wichtig, du weißt, wir haben ja auch viel über Schneiderin gesprochen, dass man auch trotzdem, man weiß die Farben, man weiß die Materialien, die entstehen, man weiß die Schnitte und wenn man dann ein Kleidungsstück findet, das vielleicht 90% das alles hat,
Und vielleicht hat es 10% nicht. Es kann die falsche Länge sein oder vielleicht die falsche, bei den Ärmeln vielleicht die falsche Länge oder den falschen Ausschnitt. Ja. Kauft man das trotzdem? Ja. Das ist mir wichtig. Du kaufst es trotzdem, gehst mit dem Kleidungsstück zur Schneiderin und dann wird es so geändert, wie es für dich stimmig ist. Und das Wichtige ist mir, das verspreche ich allen meinen Kundinnen, dass du vollkommen autonom wirst. Du gehst zur Schneiderin und sagst dir, liebe Schneiderin, ich hätte gern was auch immer. Ich zum Beispiel, ich trage heute ein Kleid. Das ist ein cremefarbenes Kleid. Und als ich es gekauft habe, war es ein ganz enger Rundhalsausschnitt, was oft ist bei den Etui-Kleidern. Ist auch okay für mich, aber ich wollte eben ein bisschen einen extravaganteren Ausschnitt und habe mir dann eben diesen Herzausschnitt machen lassen. Der Oder sieht sehr schön aus, ja. Das sind einfach diese Kleinigkeiten, wo man sagt, dann ist es wirklich ein Kleidungsstück, wo ich sage, wow, das ist echt was Besonderes. Und das ist mir, das wissen meine Kunden, die werden super kreativ danach und das macht mir am meisten Freude. Sehr gut. Super. Ja, ja. Möchtest du zum Abschluss noch etwas sagen, Miriam? Wir kommen schon langsam zum Schluss. Ja, ich leg allen, die dieses Video jetzt gucken, ans Herz. Wenn du ab und zu nicht weißt, was du anziehen sollst, wenn du nicht weißt, welche Farben dir stehen, wenn du gerne wissen möchtest und eben autonom werden möchtest im Einkauf, in der Auswahl deiner Kleidung, melde dich unbedingt bei Elisabeth. Die macht das super toll. Auch auf online funktioniert das wahnsinnig gut. Das ist kein Unterschied da. Du bekommst zum Beispiel, in dem Paket ist so eine Tageslichtlampe mit dabei. Dann brauchst du die nur irgendwo hinzuheften oder hinzuhängen, wo du dann angestrahlt wirst. Die Elisabeth erklärt dir alles genau, was du da vorgängig machen sollst. Und das klappt einfach super toll. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir mussten viele Male lachen und mach's einfach. Es bringt dich so viel weiter. Dein Kleiderschrank hat ein bisschen mehr Luft und platzt nicht mehr aus allen Nähten. Und das Einkaufen fällt leichter. Und du siehst immer wunderschön aus. Super, super. Vielen Dank, Miriam. Das sind natürlich für mich ganz schmeichelnde Worte, die ich natürlich wahnsinnig gerne höre. Ja, gerne. Sehr gerne. So liebe, was ich mache. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich diese Begeisterung von meinen Kunden mitbekomme, oder wie nächste Woche bin ich in München, wenn ich dann mit meinen Kunden online, nicht online in dem Sinne, sondern wirklich präsent einkaufen gehe, ist es einfach ein wahnsinniger Erfolgsfaktor, wenn wir abends zurückkommen nach 3-4 Stunden shoppen und wir haben wirklich so viele Kleidungsstücke gekauft mit diesem Wissen. Und das ist das ganz, das Allercoolste. Super. Ja. Herzlichen Dank, liebe Miriam. Wir können gerne plaudern, aber jetzt kommen wir zum Ende. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Abend. Viele Grüße in die Schweiz, Miriam, und wir bleiben in Kontakt. Ja, sehr gerne. Ich danke dir ganz herzlich. Jetzt hat Spaß gemacht. Alles klar, schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Tschüss.